Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Alterstraumatologie, Sie haben es eben von Bernd Klatny schon gehört, ist Wachstumspotenzial, und zwar hohes Wachstumspotenzial bis 2040. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir bereits heute, und das wissen viele gar nicht, bei Frauen über 25, die in die Kliniken kommen, als Notfalldiagnose, die Schenkel-Halsfraktur bereits die häufigste Diagnose ist, noch vor Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das ist, glaube ich, relativ beachtlich, wenn man sich das vergegenwärtigt. Und Sie fragen sich natürlich, ja, Alterstraumatologie, warum brauchen wir das denn überhaupt? Oder Alterstraumazentren, was soll denn dieser Quatsch? Das machen wir doch sowieso, das ist doch tägliches Brot in der Unfallchirurgie. Wir machen ja 50, 60, 70% unserer Patienten sind inzwischen sozusagen so alt, dass man sagen würde, das ist ja Alterstraumatologie oder auch natürlich Altersorthopädie. Warum brauchen wir da jetzt was Eigenes? Und aus Sicht des Unfallchirurgen, ich stehe jetzt hier auch als Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, sage ich Ihnen, das ist was völlig anderes. Es gilt praktisch nicht mehr das, was wir gelernt haben. Die AO gilt nicht mehr, die Regeln der AO. Wir haben es mit einer ganz anderen Knochenstruktur zu tun. Wir haben es mit ganz anderer Weichteilsituation zu tun. Die Durchblutung ist schlecht, die Muskeln sind schlecht. All das spielt eine Rolle. Das ist dann nicht das, was wir in den Lehrbüchern oder was wir die über Jahrzehnte gelernt haben. Und die Compliance ist auch nicht das, wie wir es uns vorstellen. Die Compliance ist zumindest unsicher und manchmal überhaupt nicht gegeben bei diesem Patientengut. Das heißt, wir haben völlig andere Ausgangsbedingungen als das, was wir uns normalerweise auch im Studium oder auch teilweise in der Facharztausbildung so standardmäßig lernen. Und dann kommt noch etwas dazu, was ganz entscheidend ist, gerade in der Alterstraumatologie. Die Patienten haben multipelste internistische Vorerkrankungen. Das sind, wie wir sagen, internistische Polytraumen. So, und das, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann muss man natürlich sagen, unter dem Aspekt Qualität und Sicherheit, dann brauchen wir für dieses Patientengut, was im Wachsen begriffen ist, brauchen wir ein gewisses Umdenken. Wir brauchen neue Prozeduren oder sagen wir neue Strukturen und Prozesse, um die Qualitätsansprüche, die wir haben, umfassend umsetzen zu können. Und dazu gehört eben auch, dass wir in den Kliniken oder in den Abteilungen, den orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilungen, die, sagen wir mal, das noch nicht ganz so auf der Agenda haben, auch entsprechend uns darauf einstellen und uns spezialisieren. Und spezialisieren meine ich jetzt nicht nur orthopädisch-unfallchirurgisch, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Spezialisierung, das ist völlig klar, um eben diese Knochen-, Weichteil- und Compliance-Situation in den Griff zu kriegen. Aber wir brauchen auch internistisches Know-how und im Wesentlichen geriatrisches Know-how. Und wenn wir ehrlich sind, das haben wir nicht. Ich sage das einfach mal so, als Orthopäden-Unfallchirurgen haben wir das nicht oder wir haben es nur unzureichend. Wenn die kommen mit 10 Tabletten und kommen dann ins Delir und so weiter, diese Patienten, dann fehlt uns das einfach. Das heißt, wir haben als Unfallchirurgie das erkannt und 2013 angefangen, eben spezielle Alterstraumazentren zu strukturieren, die sozusagen dieses besondere Know-how bündeln und das eben auch in Strukturen und Prozessen und in Kooperation mit den Internisten, speziell den Geriatern, abbilden. Das ist der eine Aspekt, Qualität und Sicherheit. Der zweite große Aspekt, und wir sind ja hier gesundheitspolitisch unterwegs, ist natürlich auch, wir wollen als Orthopäden, Unfallchirurgen nicht sozusagen die zentrale Position in der Behandlung für den Patienten, so wie Volker Everbeck das am Anfang auch gesagt hat, verlieren. Denn eins ist völlig klar, diese Patienten werden mehr und irgendwann wird sich jemand die Frage stellen, ja, sind die denn eigentlich orthopädisch-unfallchirurgisch? Sind das nicht eigentlich ganz andere Patienten? Die sind ja eigentlich ganz anders krank. Und dass der jetzt gefallen ist, ist ja nur ein Zufallsprodukt. Und das eigentliche Problem ist das internistisch-geriatrische Problem und das neurologische natürlich auch. Ja. Und dann kommen wir in die Situation, dass wir sagen, naja, also ihr könnt dann mal dazukommen und könnt die mitbehandeln. Und das können wir natürlich als Prozesskette, auch aus Qualitätsgründen, als Unfallchirurgen, Orthopäden nicht wollen. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und derjenige oder einer derjenigen, die das für uns, für die Fachgesellschaften strukturiert und mit begleitet jetzt über Jahre schon, als Leiter der AG Alterstraumatologie der DGU, ist der Uli Lina. Und der wird Ihnen jetzt das kurz vorstellen. Ich bedanke mich bei Ihnen. So, vielen Dank für die Einleitung. Ich denke, ich muss mich jetzt nicht mehr vorstellen. Ich habe auch extra 3 Slides rausgenommen, dann stimmt es zeitlich hinten raus auch wieder. Ferne Lebenserwartung, das heißt ja immer so, ein heute geborenes Mädchen wird so und so alt und alle, oh,
85 oder so. Aber das sind ja nicht die Patienten, die wir behandeln, sondern uns interessiert ja der heute 60-Jährige. Und das wird durch die ferne Lebenserwartung beschrieben. Und auch wenn man die Zahlen nicht erkennt, sieht man, dass es einen dramatischen Zuwachs gegeben hat. Das ist ja eigentlich schön und das ist ja auch letztendlich ein Resultat unseres täglichen Tuns und der modernen Medizin. Nur eben damit verknüpft ist eben auch eine Zunahme an typischer Verletzungen oder Alterserkrankungen. Und das ist jetzt hier mal für die proximale Femurfraktur dargestellt. Also die Anzahl der Femurfrakturen pro 1000 Personen, die 70 Jahre alt sind, die bleibt gleich. Aber da wir so eine ungeheure Zunahme haben an Patienten, die eben 70 sind, steigt es eben auch an. So, ich möchte es ja so ein bisschen ausdehnen. Mein Titel heißt Alterstraumatologie, aber auch wenn man sagt, okay, mit Traumatologie habe ich nichts am Hut, ist eben Altersorthopädie auch ein ganz großes interdisziplinäres Thema. Man sieht hier, das ist Inzidenz elektiver orthopädischer Eingriffe, jetzt mal Spinal Fusion, Total Hip und Total Knee Arthroplasty beim älter als 80-Jährigen. Und es ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen in den USA und sicherlich bei uns genauso. Und wenn man sich jetzt mal die Komplikation dieser Eingriffe anschaut, man muss jetzt auch nicht genau gucken, aber rot, hier sehen Sie also links die beiden Zeilen Spinal Fusion, in der Mitte Total Hip und rechts Total Knee. Und links ist immer die Gruppe der über 80-Jährigen. Und da sieht man, dass in praktisch allen untersuchten Dimensionen die Komplikationsrate beim über 80-Jährigen deutlich höher ist. Und das sind allgemeine Komplikationen, neurologisch, respiratorisch, kardiologisch, gastrointestinal, signifikant höher ist als beim unter 80-Jährigen. Was ich also sagen will, ist, der alte Patient bedarf einer besonderen Zuwendung, und zwar nicht nur mit Implantaten, Winkelstabilität und so weiter und so fort, sondern eben auch bezüglich seiner Begleiterkrankungen. Und das ist jetzt ganz aktuell aus dem Journal der American Association, die eben empfehlen, dass alle Patienten, die älter als 80 Jahre sind, routinemäßig einen orthogeriatrischen Screening und eine orthogeriatrische Mitbetreuung bekommen. Patienten, die älter sind als 80 und Knieprothesen bekommen, Hüft- und Knieprothesen. Und wenn wir unsere Patienten gut anschauen, dann sehen wir, die Patienten werden nicht nur älter, sondern die Patienten sind auch schwerer erkrankt. Das ist jetzt nur Patienten ASA 3 und 4 und es geht stetig nach oben. Natürlich, die Patienten, die sind wesentlich älter als noch vor 10 Jahren und die älteren Patienten haben eben wesentlich mehr Begleiterkrankungen. Und wenn ich das in meinem Zentrum sehe, sind meine Patienten wesentlich schwerer erkrankt, als das im baden-württembergischen Durchschnitt zum Beispiel ist. Und das trifft auf die Kliniken für O und U natürlich mit voller Wucht zu. Fast 50% der Patienten sind älter als 70 Jahre. Und man muss sagen, der alte Patient, der ist ja auch voll in der Weiterbildung angekommen. Was ist denn der Einstieg in die elektiv, Hüftendoprothetik, das ist eben der Duokopf bei den Patienten mit einer Schenkelhalsfraktur. Und das ist auch letztendlich unser finanzielles Fundament in einer Klinik wie der Main, die überwiegend Traumatologie macht, ist der Case-Mix 42% der Patienten, die älter als 70 Jahre alt sind. Und wenn man schon anschaut, 2008, als ich gekommen bin, war es 35% und sind jetzt schon 42% der Case-Mix-Anteil der über 70-Jährigen. Ich will sagen, die Patienten haben spezielle Bedürfnisse, die wir speziell adressieren müssen. Und das müssen wir organisatorisch tun und in der Art, wie wir die Patienten behandeln. Das ist ein Bild der Therapiedichte der Osteoporose. Jetzt muss ich Ihnen ja nicht sagen, Therapiedichte der Osteoporose bei uns miserabel. Und wir haben es vorhin schon gehört, wir sind Welt- und Europameister und wir sind Europameister in den Frakturen. Wir haben absolut und relativ die meisten osteoporotischen Frakturen im europäischen Vergleich und wir haben mehr osteoporotische Frakturen als Schlaganfälle und Herzinfarkte zusammen. Und es ist klar, wenn ich einen Herzinfarkt habe, gehe ich in eine Chest Pain Unit oder in eine Cardiac Arrest Unit und wenn ich einen Schlaganfall habe, in eine Stroke Unit. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Aber wenn ich eine Schenkelhalsfraktur habe und ich bin komplex begleiterkrankt, dann ist klar, dass das eigentlich ganz normal behandelt werden muss, ohne besondere zusätzlichen Support von anderen Abteilungen. Und wir alle kennen das, das ist die normale Morbidität, die dem Alter zugeschrieben werden kann, gelb und oben orange. Die einzelnen Frakturen führen zu einem ungeheuren Morbiditätsanstieg.
Und wenn man das jetzt mit der absoluten Anzahl an osteoporotischen Frakturen in Deutschland zusammenbringt, dann sieht man ganz links, dass wir den höchsten Verlust an Quality Adjusted Life Years in Deutschland haben im europäischen Durchschnitt. Und das sind Patienten, die sind eine gewisse Zeit pflegebedürftig und man kann sich vorstellen, was für ungeheure Kosten für die Gemeinschaft entstehen, momentan schon, und für ungeheure Kosten in Zukunft entstehen werden. Und ich wage mal zu prognostizieren, dass wir in Zukunft weder das Geld haben, noch die Menschen haben, die diese alten Patienten dann zu Hause oder im Pflegeheim pflegen. Es sind also jetzt neue, innovative Strukturen notwendig, um die Patienten wieder in ein altes soziales Umfeld zu reintegrieren. Und zwar einmal natürlich aus unserer medizinischen Zuwendung, aber auch aus gesellschaftspolitischem Druck. Und was für Patienten behandeln wir? Das ist, wir behandeln gebrechliche Patienten, das ist so das intellektuelle Konstrukt, wie denn Gebrechlichkeit aussieht. Die Patienten sind Sarkopen, die sind mangelernährt. Man muss nur einmal kurz die Augen zumachen und sich überlegen, die letzte Patientin, die ich mit einer Schenkelhalsfraktur operiert habe, wie sah die aus? Die war mangelernährt, die war Sarkopen, die hat eine niedrige Ganggeschwindigkeit gehabt, die hat eine Sturzangst gehabt, eine geringe körperliche Aktivität und eine Schenkelhalsfraktur. Und Deva hat in den 50er Jahren bereits erkannt, dass er eigentlich nicht nur einen Orthopäden, eine unfallchirurgische Monoverletzung behandelt, sondern ein orthogeriatrisches Syndrom, also mehrere Diagnosen in einem Krankheitsbild zusammen. Und Reinhard Hoffmann hat es gesagt, wir dürfen uns das nicht aus der Hand nehmen lassen. Wir müssen weiter Behandlungsführer sein. Und uns rum muss sich das Rädchen drehen und wir müssen die einzelnen Abteilungen hinzuholen, weil sonst, ich war in den USA, da ist ein Patient gekommen mit einer Fraktur, dann haben die gesagt, call ortho. Dann kamen die Orthopäden, haben das gemacht, dann durften sie wieder gehen. Und beim Neurotrauma haben wir ähnliche Entwicklungen schon, dass die Neurologen sagen, ja, das ist in der Stroke Unit viel besser aufgehoben mit einer intrakraniellen Blutung. Es konnte schön gezeigt werden, Stephen Cates, Ende der 90er Jahre, dass wenn man ein geriatrisches Frakturzentrum etabliert in der Klinik, sich die Komplikationsrate signifikant reduzieren lässt. Und das ist in einer großen Lancet-Studie auch bestätigt worden, dass eben die Funktion der Patienten über 6 und 12 Monate in einem strukturierten orthogeriatrischen Nachbehandlungsrehabilitationsprogramm wesentlich verbessert und dass es auch noch kosteneffektiver ist, wenn die Patienten gemeinsam interdisziplinär behandelt werden. Und jetzt kann man sagen, okay, das sind jetzt irgendwelche Daten in der Literatur, das macht jetzt für uns hier, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Das sind jetzt Daten aus einem typischen alterstraumatologischen Zentrum in Deutschland und man sieht, es ist in Baden-Württemberg, also die Anzahl der Patienten, die früher als 24 Stunden behandelt werden, beträgt in dem Zentrum 82 und in Baden-Württemberg 65% und die frühe Operation hat ja einen deutlichen Einfluss auf die Komplikationsrate. Und wenn man sich dann die Komplikationen anschaut, dann sind die auch nur halb so hoch wie im baden-württembergischen Durchschnitt, 5% gegenüber 12,5%. Also die Bemühungen kommen an. Und diese Dinge sind eben auch schon in nationalen Leitlinien erkannt worden. Und wenn man sich hier die NICE-Guidelines anschaut, die aktuellen, dann wird gefordert, dass Patienten mit proximalen Femurfrakturen ein routinemäßig strukturierten orthogeriatrisches Assessment schon bei Aufnahme bekommen. Und ist genauso im Geriatriekonzept in Baden-Württemberg ist es auch aufgenommen worden, dass die Patienten in speziellen strukturierten Behandlungsteams, in Behandlungseinheiten versorgt werden. Und es gibt gute Daten in der Literatur, es ist in nationalen Guidelines schon niedergelegt und wenn wir jetzt nichts tun, dann wird das für uns organisiert von Dritten. Und wir haben vor einigen Jahren diese Ideen aufgegriffen und mit den Geriatern zusammen einen Anforderungskatalog entwickelt, in dem Behandlungsstandards, so wie das für Zentren notwendig ist, niedergelegt sind. Es wurden 10 Pilotkliniken definiert, an denen diese Zertifizierung überprüft wurde, weil wir wollen ja keine Selektierung haben oder Selektion auf verschiedene Leuchttürme, sodass man sagt, okay, es gibt in jedem Bundesland nur ein orthogeriatrisches Zentrum, sondern das soll eben auch auf dem Land in kleineren Kliniken wie in Unikliniken, BG-Kliniken oder großen städtischen Häusern funktionieren.
Dann haben wir die Kliniken zertifiziert. Die Kliniken müssen an einem Register teilnehmen, weil eben Outcome-Forschung, und zwar nicht nur Routinedaten, sondern eben auch, wie geht es den Patienten, das ist ja für uns ganz entscheidend, können die Patienten noch alleine zu Hause leben, eben wichtig sind. Wir geben das auch weiter im Rahmen eines Kurses. Und diese Idee ist sehr gut aufgenommen worden. Das ist die aktuelle Entwicklung. Wir haben 45 Zentren, die zertifiziert sind. Über 150 haben sich zur Zertifizierung angemeldet. Und Sie kennen ja alle die Traumazentren und Traumanetzwerke. Hier auf der linken Seite in Deutschland ein deutschlandüberspannendes Netzwerk. Rechts die Alterstraumazentren, da sind wir noch nicht so weit, aber wir hoffen, dass letztendlich das Know-how und so in der Breite dann in der Zukunft ankommt. Und ich habe gesagt, verbunden ist auch ein Register und die Nähe zur Endoprothetik ist ja evident und wir haben eine größere Nähe zu dem EPRD und viele Daten müssen eben leider zweimal erhoben werden und da müssen jetzt unsere Anstrengungen in die Richtung gehen, das miteinander so zu synchronisieren, dass eben der Dokumentationsaufwand für die Mitarbeiter in den Kliniken akzeptabel ist. Wenn ich also zusammenfassen darf, wir haben eine Zunahme der Fälle in der Traumatologie, aber auch in der elektiven Orthopädie. Die Alterstraumatologie und ich denke auch zunehmend die Altersorthopädie ist ein ökonomisches Fundament der Kliniken für O&U. Die Patienten werden immer komplexer. Die geriatrischen Patienten sind ein Hochrisikokollektiv, das eben besonders adressiert werden muss. Und die Interdisziplinarität und Interprofessionalität verbessert eindeutig die Ergebnisse und ich bin davon überzeugt, dass Alterstraumatologie und Altersorthopädie eigentlich nur fächerübergreifend gute, kontinuierlich weiter gute Resultate liefern kann. Vielen Dank.